Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Mit den ganzen Dieselskandalen werden natürlich auch die Benzinfahrzeuge interessanter. Denn bei den Benzinfahrzeugen hat man wahrscheinlich länger was davon und muss nicht so lange auf den nächsten Skandal warten. Deswegen befassen wir uns jetzt in nächster Zeit mehr und mehr mit den Benzinfahrzeugen und bringen auch entsprechend mehr Video heraus. Wir haben hier einen X4, den 3,5i-Motor, also den N55-Motor. Die Benzinfahrzeuge haben natürlich auch ihre eigenen Probleme. Früher hat man in Deutschland hauptsächlich Diesel gekauft. Aber wie gesagt, mit dieser ganzen Thematik, mit den Dieselskandalen, tendieren mehr und mehr Leute dazu, einfach Benziner zu kaufen. Nur die Benziner haben ihre eigenen Krankheiten und Probleme und wir werden da langsam drauf eingehen. Die modernen Benziner sind Direkteinspritzer. Direkteinspritzer heißt, der Kraftstoff wird direkt in den Brennraum eingespritzt. Warum wird das gemacht? Weil man hat dadurch einfach Möglichkeiten, mehr Leistung zu generieren. Man hat die Möglichkeit, dass das Fahrzeug einfach weniger verbraucht und weniger CO2-Ausstoß hat. Das heißt, die modernen Benzinfahrzeuge sind alle Direkteinspritzer. Doch durch diese Vorteile, durch diese Direkteinspritzung haben wir auch Nachteile. Dieses Fahrzeug hat genau 40.000 gelaufen und ist 3 Jahre alt, also relativ neues Fahrzeug. Leider hat dieses Fahrzeug bereits ein Problem. Und zwar, wir haben hier in einem Motor Ventile. Wir haben Ventile, wo Luft in den Brennraum reinkommt und wir haben Ventile, wo Abgase aus dem Brennraum verschwinden. Also Einlass- und Auslassventile. Da wir in dem Fall einen Direkteinspritzer haben, umspülen die sozusagen der Kraftstoff nicht mehr die Ventile wie früher. Früher war das so, ins Fahrzeug oder im Brennraum wurde Kraftstoff eingespritzt und dadurch wurden auch die Ventile gereinigt. Jetzt ist das leider nicht mehr so. Daher haben wir bei den Direkteinspritzern häufig das Problem, dass die Ventile verkoken, wie auch in diesem Fahrzeug, auch bei so einer kleinen Laufleistung. BMW empfiehlt, alle 60.000 diese Ventile zu reinigen. Dazu muss die Ansaugbrücke, die wir hier sehen, abgebaut werden. Hier geht die Luft rein in den Motor. Damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wie sowas ausschaut, das sind zum Beispiel der Motorblock und dort sieht man halt auch die Ventile. Ich blende euch ein, wie die Ventile in dem Fahrzeug aussehen momentan bei der kleinen Laufleistung, dass man einfach eine Vorstellung hat. Warum soll ich das überhaupt machen oder wieso empfiehlt BMW sowas auch? Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn das Ventil schmutzig ist, wie ihr eben gesehen habt, dann haben wir das Problem, dass die Luft, die reinkommt, und die Luft oder die Abgase, die sozusagen rauskommen, die müssen ja sozusagen die Ventile bei der Einlassseite und der Außenseite müssen ja dicht sein. Wenn wir aber Dreck haben bei den Ventilen, dann sind die Ventile nicht mehr dicht. Und wenn wir zum Beispiel das Fahrzeug fahren, haben wir Probleme. Das heißt, das Fahrzeug verbraucht mehr. Das Fahrzeug hat weniger Leistung. Wir haben Zündaussetzer in den einzelnen Zylindern. Das alles sorgt dafür, dass man die Ventile entsprechend halt reinigen kann oder muss. BMW nimmt für so eine Reinigung zwischen um die 1500 Euro. Da wird die ganze Ansaugbrücke ausgebaut. Wir haben auch das gleiche System wie BMW auch und bieten natürlich auch diese Reinigung an, damit die Ventile entsprechend halt länger halten. Wie kommt das überhaupt dazu? Klar, wir haben jetzt gelernt, dass die Direkteinspritzung eine der Ursachen ist. Aber eine andere Ursache bei den BMW-Motoren ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Und zwar, das Kurbelgehäuse von dem Fahrzeug muss ja irgendwie entlüftet werden. Nur BMW macht das sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen schlau, ich will auch sagen nicht dumm, aber wir haben im Endeffekt folgendes Problem. Die ölhaltigen Öldämpfe, die aus dem Kurbelgehäuse rauskommen, werden in den Ansaugbereich geleitet. Hier kann man das sehen. Das ist die Entlüftung. Hier ist das Rohr und das Rohr geht in den Ansaugbereich. Das Ding geht zur Ansaugbrücke, die wir dort sozusagen ausgebaut haben. Ne? Was heißt das für uns? Das heißt, ölhaltige Dämpfe werden in den Brennraum eingeleitet. Das heißt, sogar die Ventile, die halt nur eigentlich saubere Luft enthalten sollten, sogar diese Ventile werden nicht nur mit sauberer Luft kontaminiert, sondern auch mit Öldämpfen. Daher sind nicht nur die Ventile von der Abgasseite halt betroffen, dass die halt verkoken, sondern sogar auch die Ventile von der Einlassseite, wo normalerweise frische Luft vorhanden sein sollte. Es gibt spezielle Nachrüstsets, das haben die Amerikaner sich überlegt, damit man dieses Problem aus dem Weg geht. Nur man darf nicht vergessen, man geht nur das Problem teilweise aus dem Weg und zwar nur, dass die Ventile bei der Einlassseite sauberer bleiben. Aber das Problem ist natürlich immer noch vorhanden bei der Abgasseite. Das heißt, man wird nicht drum herum kommen,
diese Walnussschalenreinigung zu machen. Da komme ich auch zum Thema, was kann man da machen? Es gibt, wie gesagt, dieses Gerät. Das Gerät funktioniert relativ einfach. Wir nehmen Walnussschalen. Diese Walnussschalen werden mit so einer Sonde in den sozusagen, in da wo die Ventile sitzen, rein, kommen da halt rein. Wir haben einen Absauger, einen Staubsauger. Das heißt, dass die Walnussschalen werden entsprechend abgesaugt und wir gehen mit der Sonde an den Ventil lang und machen die halt sauber. Parallel wird das halt abgesaugt. Warum nimmt man Walnussschalen? Weil, wenn sogar, was eigentlich nicht passiert, Walnussschalen in den Brennraum kommt, dann, wenn das Fahrzeug läuft, werden die einfach mitverbrannt und erzeugen keine Beschädigung irgendwie im Brennraum. Deswegen, aber trotzdem sollte man die Zylinder bzw. die Kurbelwelle so drehen, dass die Ventile natürlich entsprechend halt zu sind und danach alles halt absaugen, dass es alles sauber ist. Das Funktionsprinzip dieses Walnussblasting oder halt ja, der Reinigung der Ventile ist relativ einfach. Wir haben hier einen Aufsatz, original von BMW, für den Staubsauger. Damit saugen wir halt die Walnussschalen ab. Dann haben wir hier eine Sonde. Die Sonde funktioniert mit Druckluft. Das heißt, Walnussschalen sind in diesem Behälter, was wir hier vorne sehen. Und mit Druckluft werden die halt in die Ventile eingeblasen und entsprechend halt abgesaugt. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut vorher. Wir haben schon ein paar gesäubert. Wir haben mit dem Endoskop können wir reingehen und schauen, wie ist der Zustand sozusagen jetzt. So, ich mache mal hier ein bisschen mehr Licht. Dann kann man da auch was sehen. So, das ist der Zustand zum Beispiel von dem Abgasventil oder Auslassventil. Ihr seht den Dreck. Das Einlassventil ist etwas sauberer, ist ja auch klar. Da gehört normalerweise nur saubere Luft rein. Aber wir sehen hier oben zum Beispiel, dass es schon schmutzig ist. Die anderen waren einen Tick dunkler. Wir sehen zum Beispiel gereinigte Ventile. Das ist zum Beispiel Ventile von der Auslassseite. Die wurden jetzt sozusagen einmal gereinigt. Wichtig ist, wenn man die reinigt, dass man die an den Seiten hier reinigt, weil an die Seiten zum Beispiel kommt man ganz, ganz schlecht ran. Das heißt, es ist die Frage, wie viel Mühe macht man sich? Macht man das einfach nur oberflächlich oder will man auch an den Seiten dort zum Beispiel oder halt hier, will man das auch sauber bekommen? Denn da kommt man nicht so einfach ran und braucht natürlich relativ viel Zeit. Das ist zum Beispiel die Einlassseite, die ist halt sehr, sehr sauber. Allgemein ist die eh schon sauberer, weil da kommt ja nur saubere Luft rein. Um das sauber zu bekommen, braucht man halt die Walnussschalen. Das ist so ein Sack, so kann man sich das halt vorstellen. Leider verbraucht man sehr, sehr viel. So ein 25 Liter Sack oder so ein Kilo Sack reicht normalerweise, wenn man das vernünftig macht, für zwei Fahrzeuge maximal. Wenn man das natürlich so ein bisschen macht, zack, zack, dann braucht man natürlich halt deutlich weniger. Aber wenn man schon, sagen wir mal, das machen lässt, dann sollte man das so machen, dass man halt die nächsten 60.000 halt Ruhe hat. Bevor man viel Geld in sein Fahrzeug für teure Reparaturen investiert, Injektoren tauscht, die 3.000 Euro kosten, Hochdruckpumpe, die 2.000 Euro kosten, sollte man als erstes die Ventile reinigen. Denn häufig wird erstmal das getauscht, was am meisten Geld kostet. Aber leider bringt das halt oft wenig Sinn oder hilft dem Fahrzeug relativ wenig. Daher fangt am besten lieber immer gleich mit den Ventilen an. Es gibt sehr, sehr viele Probleme, Krankheiten, Sachen, auf die man bei den Benzinern achten soll, die werden wir in den Videos Stück für Stück langsam abarbeiten, dass auch die Benzinfahrer von euch informiert sind, worauf man achten soll, wenn man sein Fahrzeug länger fahren möchte. Guckt gerne die nächsten Videos. Wenn ihr mit sowas Erfahrung hattet, mit Reparaturen bei den Benzinern, schreibt das gerne in die Kommentare, damit auch die anderen was davon haben und von eurer Erfahrung und eurem Leid entsprechend halt auch was profitieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.